Hi zusammen, mein Name ist Fabian von Pure Tischler und heute bei Kurze Frage, Kurze Antwort kümmern wir uns um das Thema Kernfoil. Los geht's! Ein weiterer Holzfehler am Stamm ist die sogenannte Kernfoile und wie der Name schon sagt, fault der Baum in diesem Fall vom Kern von innen heraus nach außen. Dieses Zerstören der Holzzellen findet durch holzzerstörende Pilze statt und die befallenen Holzbereiche verfärben sich zuerst und danach werden die Holzbereiche zersetzt, sodass der Stamm von innen nach außen langsam zerfällt. Je nach Farbe des sich zersetzenden Holzes spricht man auch bei Nadelhölzern in der Regel von Rotfäule und bei Laubholz von Weißfäule. Wie sich das darstellen kann, habe ich hier schon mal versucht aufzuzeichnen. Also wir haben hier unseren ganz normalen Stamm. Der dunkle Bereich ist jetzt mal das Kernholz und durch die Kernfäule fault der Stamm von innen nach außen weg. Und dieses Verfaulen führt dazu, dass der Stamm seine Stabilität verliert und irgendwann zum Beispiel bei einem Sturm einfach umknickt und somit ist der Baum definitiv tot. Das Holz von einem von Kernfäule befallenen Baum ist in der Regel nicht zu verwenden, da am Schluss nur noch ein kleiner Streifen übrig bleibt. Wenn der Stamm oder wenn die Fäulnis gerade beginnt, dann kann man noch viele Teile des Stammes benutzen. Aber wenn die Fäule weiter fortgeschritten ist, wie gesagt, ist das Holz nicht mehr zu gebrauchen. Fassen wir also nochmal zusammen. Die Kernfäule wird ausgelöst durch holzschädigende Pilze. Der Stamm fault von innen nach außen weg. Und je nach Farbe des sich zersetzenden Holzes spricht man auch von Rot- oder Weißfäule. Das Ganze führt dazu, dass der Stamm an Stabilität verliert und zum Beispiel bei einem Sturm dann einfach abknickt und abstirbt. In diesem Sinne, mein Name ist Fabian von Pure Tischler. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao.